Direkt auf Serge Gnabry. Serge Gnabry, Glückwunsch zunächst mal zum Sieg. Nur ein Pflichtsieg oder auch ein Fortschritt? Beides, denke ich. Wir haben es heute mal geschafft, Spiele über die Runden zu bringen, wo wir 2-0 vorne waren. Ich denke, wir hätten es auch früher entscheiden können. Haben das nicht getan, aber am Ende haben wir heute die 3 Punkte. Es kommt immer wieder dieses Thema auf, dass ja doch viele Bayern-Spieler dabei sind. Und im Verein ist die Brust so breit, da ist das Selbstvertrauen da. In der Nationalmannschaft ist es momentan nicht da. Ich finde, die Frage ist berechtigt. Warum glauben Sie das? Warum ist das gerade nicht übertragbar auf die Nationalmannschaft? Ja, weil es nicht die gleiche Mannschaft ist, denke ich. Das ist ganz logisch zu erklären. Ein Länderspiel ist auch immer was anderes. Heute ein Gegner wie Ukraine, die sehr tough waren, die sich körperlich sehr eingesetzt haben, die Räume eng gemacht haben. Es ist, denke ich, nie leicht, aber wir hatten das Spiel die ganze Zeit unter Kontrolle, denke ich, und müssen es eigentlich früher beenden. Bastian Schweinsteiger als Experte sagte vorhin im Studio, er hätte sich einen Offensivspieler da vorne mehr gewünscht, auch als Unterstützung für Sie. Geht es Ihnen ähnlich? Ja, ich denke, eine Kraft in der Offensive schadet nie, vor allem da die Gegner, denke ich mal, sehr Mann gegen Mann bezogen gespielt haben. Deswegen natürlich, wenn wir da noch einen vorne drin haben, denke ich, fällt es uns manchmal ein bisschen leichter zu kombinieren. Aber ich denke, wenn wir die Räume auch gut aufteilen, so wie wir es in der zweiten Halbzeit gemacht haben, hatte der Gegner eigentlich wenig Chancen zuzugreifen. Vielen Dank, Herr Schnabri. Danke. Danke Ihnen.